ziemlich beste Freunde und wir sind sehr gespannt, was ihn bewogen hat, diese Auszeichnung heute Abend Markus Lanz zu verleihen. Bitte begrüßen Sie den bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. So, jetzt begegnen Sie Markus Lanz mal auf Münchner Boden. Das ist ja fast ein Heimvorteil, den Sie sonst nicht haben. Wir sind gespannt auf die Begegnung. Vor allem wollen wir aber erstmal wissen, es gibt ja jetzt keinen Mangel an Talkshows im deutschen Fernsehen. Was hat Sie dazu bewogen, Markus Lanz mit dem Ehrenpreis auszuzeichnen? Ja, eigentlich eine gute Frage. Nicht wahr? Ja. Also es ist tatsächlich so, ich bin ja frei von jedem Jurywissen. Ich musste mich auch nicht durchsetzen. Ich musste nur mit mir selber kämpfen, mir überlegen, wer ist der Richtige und habe mich dann auch spontan entschieden. Warum? Ich finde, es ist, er ist eine Person der besonderen Art. Wir haben ja viele Talkshows, aber seine Sendung ist irgendwie anders. Wir haben uns jetzt ungefähr 20 Mal schon begegnet über die lange Zeit, muss ich dazu sagen. Da gab es tolle Begegnungen, da gab es auch anderes. Was mich aber immer beeindruckt hat, ist, dass er, also dass man das saugut vorbereitet. Mhm. Er schafft es, bis an die Grenzen der Nervigkeit seine Gäste zu befragen. Aber er sieht das Ganze irgendwie auch sportlich. Also er ist nicht beleidigt, wenn man auch mal eine gute Antwort gibt oder wenn es nicht so ausgeht, wie man es sich vorstellt. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich muss zugeben, während der Pandemiezeit vor allen Dingen war das nicht eine klassische Entertainment-Sendung, sondern sie war wirklich gut und hat viele Informationen gebracht. Das hat mich dann beeindruckt und ich habe mir überlegt, wer hat eigentlich mal so einen Preis verdient? Und ich fand einfach, dass er jetzt irgendwie dran ist. Ehrenpreis kann ja immer bedeuten, dass man irgendwann schon in einem Alter ist, dass nichts mehr geht. Das ist nicht so. Aber ich würde sagen, es ist so ein Zwischenschub, den es gibt und den hat er einfach verdient. Aber was kann er denn jetzt ganz konkret, was andere nicht können? Naja, er ist schon ein sehr guter Fragesteller. Ja, und er kommt am Anfang immer so netter her. Der Panther passt auch, weil er schleicht immer so ein bisschen in seiner Sendung. Ja, ist immer total nett und so schön, dass Sie da sind und wir wollen uns. Und wenn er vorher kommt, ich kenne kaum jemanden, der vorher schon so nett ist. Ja? Dabei weiß er ganz genau, dass er in der Sendung nicht nett ist. Ja? Nie beleidigt, nie beleidigend, sondern immer ein bisschen sportlich. Und das macht einfach Spaß, in dieser Sendung zu sein. Allerdings, jeder sollte wissen, wenn er reingeht, er muss gut vorbereitet sein und braucht gute Nerven. Gut vorbereitet ist ein super Stichwort, weil so ein Journalist, der Herr Lanz, setzt sich ja mit den Politikern, die er interviewt, vorher auseinander. Ich schätze einfach mal, umgekehrt gilt das prinzipiell genauso. Jetzt haben Sie sogar ein Volo gemacht mal beim BR. Sie kennen ja beide Seiten. Was wissen Sie denn über Markus Lanz, was andere Leute hier vielleicht nicht wissen? Ja, nichts, was ich jetzt wirklich sagen will. Doch, doch. Machen wir einfach nein, mal. Nein, nein. Wir sind ja unter also, uns. Nein, wissen Sie, was mir auch beeindruckt hat, muss ich mal sagen, es gibt da so Karrieren, die laufen immer so super hoch und es sind dann die Stars, die werden von allen hochgehypt und alles ist super und alles ist toll und alle finden sie cool und toll. Und dann gibt es mal so Brüche. Und er hat ja auch so ein, zwei Sachen gehabt. Er war ja so kurz vor dem absoluten Giga-Abheben, hat eine Sendung moderiert, die in Deutschland Kultstatus hat, hat sich das getraut, wo andere gekniffen haben, als Wetten das. Haben ja viele gekniffen, hat es gemacht und das ist nicht nur super gelaufen. Aber dann hat er nicht aufgegeben, hat weitergemacht und hat seinen eigenen Weg und Charakter gefunden. Und das schätze ich. Wladimir Klitschko hat gestern bei den Medientagen gesagt, auf die Frage, was ist wichtig im Leben? Nicht allein Talent und Technik, sondern Ausdauer. Und ich finde, Ausdauer hat er nicht nur in Fragestellung, sondern auch in seiner Karriere. Deswegen finde ich, ist diese Ausdauer schon etwas Besonderes. Er ist da, er bleibt da und er ist aus dem deutschen Fernsehhimmel, wenn ich das so sagen darf, nicht wegzudenken. Der Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten für Markus Lanz. Bitte kommen Sie zu uns, Herr Lanz. Herzlichen Dank. Ja, danke euch sehr. Wow. In der Taz habe ich gestern gelesen, kein Söder-Lanz in dieser Zeit. Das habe ich auch gelesen. Eine andere schöne Schlagzeile. Ja, herzlichen Dank. Freue mich wirklich sehr. Blauer Panther, Ehrenpreis. Ich sag mal, mehr geht eigentlich nicht. Im Grunde kann ich jetzt aufhören. Und den Ministerpräsidenten Markus Söder kennend, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar die Absicht dahinter war. Ja, durchschaut. Nein, ich hoffe, es ist nicht der getarnte Rentenbescheid, der da auf mich zukommt. Ich
bin noch ganz gerührt von diesem Einspieler da von meiner alten Lehrerin. Und da habt ihr was gemacht, das ist schön. Und ich habe gerade so gedacht, wie souverän, dass Sie das heute hier machen. Freut mich wirklich sehr, weil ich glaube, mit keinem habe ich mir dermaßen harte Gespräche geliefert wie mit Ihnen. Das letzte haben wir einen kurzen Ausschnitt gesehen. Da ging es um Ihre erneuerbare Energienbilanz. Und Sie waren dann irgendwann so genervt von mir, dass Sie sagten, jetzt haben Sie hier wieder ganz neue Statistiken. Und ich sagte dann, ja, ich lerne halt eben von den Besten. Ja. Und das sind Sie in dem Fall. Und ich habe aber gedacht, umgekehrt, in einer Welt, in der wir ja leben, in der es immer schwerer ist, sozusagen Fiktion von Fakten zu unterscheiden. Und in einer Welt, in der viele Leute den Eindruck haben, dass wir alle, so wie wir hier sind, und wir auch, sozusagen unter einer Decke stecken, was nicht so ist, ist es enorm wichtig, dass man sich genau das hin und wieder gönnt. Wirklich das taffe, harte politische Gespräch. Das habe ich immer wieder mit Ihnen. Muss mich ganz kurz bedanken beim ZDF, das uns so lange Jahre treu ist, auch immer an unserer Seite gestanden hat. Und ich habe das Gefühl, egal was in diesem Winter ist, am Ende wird dieser Winter, wenn wir das weiter so machen, wenn wir kritisch bleiben und Sie Ihre Linie durchziehen, dann werden wir am Ende besser durch diesen Winter kommen, als wir uns das vorstellen können. Ich glaube zutiefst daran, dass dieser nächste Winter und auch der übernächste Winter das Beste aus dieser Gesellschaft herausholen wird und nicht das Schlechteste, wie es gelegentlich herbeigeredet wird. Das war mir noch wichtig. Danke sehr. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke sehr. Glückwunsch, Markus. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Markus Lanz. Ehrenpreisträger. Vielen Dank, Markus Söder.